Wie ein Penner. Mein Gott, wie hat die Begrüßung unter mich? Ist kurz weg. So. Oh ja, du hast gedacht, Leute, Junge. Habt's gesehen? Ich treffe mich gerade mit einem Kollegen. Das Event ist vorbei. Endlich, ein paar Leute sind krass abgegangen. Ich nicht so sehr, aber nach dem Event, viele Pokémon wurden gefangen. Der Kollege hat jetzt ein paar Fragen. Was er entwickeln soll. Ein paar Gegner hat am Start, ein paar Kleinsteins hat am Start. Und sogar ein paar Labitas. Und die schauen wir uns heute mal genau an. Dann beraten wir ihn, was er entwickeln soll davon, was er davon möglicherweise pushen soll. Und das ist dann auch die Einleitung. Moment. Das ist dann auch die Einleitung für ein neues Segment, das ich hier starten werde, weil ich öfters danach gefragt werde, nach Rat, Tipp und sowas. Und ja, blendet hier mal ein paar Kommentare ein, was ihr mich immer so fragt. Das könnt ihr ab jetzt dann immer mir schicken. Nähere Informationen dann zugleich. Könnt ihr mir immer schicken und dann werde ich euch ein paar Sachen beantworten. Ein bisschen beraten. Hier pushen, Mann. Warte, ich mach mal Kalki an. Ja, und Screenshots brauche ich dann. Die kann ich dann nebenbei einblenden. Oh mein Gott, Leute. Er hat mir gerade seine Geowatts gezeigt. Und das eine Geowatts, das Kleinstein, das theoretisch in Frage gekommen wäre für das Entwickeln, wofür er eigentlich mal Rad gebraucht hätte, dringend. Das hat er entwickelt. Das schauen wir uns gleich mal an, ich kann es kaum fassen, Leute. Das hier, ne? So, ja. Sieht man das so? Ne, mach einfach einen Screenshot. Komm, das blende ich dann ein. Okay. 1035, ein Geowatt! Ich habe Kleinsteins gefangen, die waren fast stärker. Warte. Aber, hier, 96%. Okay, Level 12,5. Aber ich meine, ich hatte... Ja, was hast du dir dabei gedacht? Ja, ganz einfach. Ich hatte so viele Bonbons, Kleinstein-Bonbons. Ich dachte, ich könnte theoretisch alle Geowatze, die ich jetzt habe, könnte ich theoretisch max pushen, ja, von den Bonbons her. Das andere, wir gucken, das ist, ob das älter ist. Das hat 93. 93, okay. Das habe ich mal aus dem Ei gehabt. Das ist Level 20. Habt ihr beide die Kaugummi nicht in den Mund? Das hier, ne, ist auch schon ein bisschen älter. Das ist hier noch vom Event. Das ist noch vom Event. Das hat weniger IV, dafür höheren. Das hat etwa 87% und ist Level 27 dafür. Hat 2200 WP. Das mal gescreenshottet. Aber das hier war vielleicht nicht, das mit 1035. Das war ein großer Fehler. Ja. Ich hab's nur gemacht, eben weil, wie gesagt, die Bonbons waren da. Ja, aber. Zum Pushen gehört auch Staub. Ja, das stimmt. Aber da habe ich ja mehr als du. Sind wir so, wie viel hast du? 5,5. Ja, jetzt nicht mehr. 5 Millionen. 5 Millionen, okay, ich habe 350.000 knapp. Nein, viel ist es nicht. Ja, aber da wollte ich eben deinen Rat, ob das sich lohnt. Es kommt auch aufs neue Arena-System, gell? Also das ist korrekt, ja. Also es könnte sein, dass ich Geowatts. Einen guten Geowatts könnte man dann gebrauchen, ja. Also das hier kann laut Kalki IV 2800 WP bei mir erreichen. Ja, Geowatts ist nicht schlecht, ja. Aber ich bin ja Level 36, das heißt, es kann über 2800 kommen, wenn man einen hohen Level hat. Genau. Also wenn man bereit ist, den Max zu pushen, dann... Und das neue Arena-System natürlich irgendwas dafür bringt, dass man einen Geowatts haben soll. Da kann man sich überlegen, also ich hätte ihn definitiv nicht entwickelt, gepusht sowieso nicht. Gepusht habe ich ihn noch nicht. Ja, ja, das wäre das Gute, zum Glück, zum Glück. Ich habe einmal, wie viel 1000 Staub habe ich für ihn ausgegeben, ich muss ihn nur einmal pushen, damit er die IV besser einschränken kann. Oh mein Gott, er war so schwach, dass man ihn pushen musste, um seine IVs zu berechnen. Das sind die Schlimmsten, wenn die so schwach sind, dass man die IVs nicht genau berechnen kann. Okay, nächste Frage hier. Ja, nächste Frage. Rihorn, Rihorn, ja. Also das hier habe ich Max gepusht. Auf meinem Level, der hat 84,4%. Okay. Sehr gute Attacken, Lehmschelle, Steinkante. Hä, haben die Steinkante erhöht? Das war doch mal 80, oder? Weiß ich nicht. Attacken sind meiner Meinung nach irrelevant. Okay.
Screenshot. Beim Rizeros, da gibt es sogar noch eine Entwicklung, also da ist es eh irrelevant. Level 37,5, weil mein Spieler ist Level 36. Und hier, das habe ich gestern entwickelt. Oh Gott, das ist so schwach. 1690. Es hat 98%. Das ist nicht schlecht, aber... Aber Level 18. Das ist leider traurig. Lebensschelle, Erdbeben, auch wenn Attacken für dich nicht so wichtig sind. Das ist schon nicht schlecht, zwei Bodenattacken. Ja. Ja, wie gesagt, da ist natürlich die Frage, also laut Kalki, 187.000 Staub würde es kosten, damit ich es pushen kann auf Level 37,5, was ja bei mir das Maximum ist. Und Bonbons würde es mich kosten 190, das wäre kein Problem. Ja, die Bonbons, ja. Das, weil ich habe noch, wie die meisten wahrscheinlich, weit über 200. Oder 2000. Oder 2000. Wir sehen, er hat zwei falsche Entscheidungen. Bist du ja schon getroffen? Was? Nee, Spaß. Entwickeln war falsch, oder was? Ja, wenn man den eh nicht pusht, wieso dann entwickeln überhaupt? Ja, es kann ja sein, dass ich ihn noch pushe, wenn mit dem Arena-Update. Ja, dann könntest du ja irgendwann später erstmal entwickeln. Gut, da war ich ein bisschen ungeduldig. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten von allen. Zum Wichtigsten, Lavitar. Also ich habe beim, ich war jetzt vergiss nicht... Vergiss ich auch ein paar Screenshots zu machen. Hm? Einfach ja. So Sachen, die ich einblenden kann. Also ich war jetzt nicht so... exzessiv auf Tour. Ja, das ist die wichtigste Frage, ja. Ich war nur einmal auf Lavitour mit. Das ist korrekt, ja. Ich habe auch so privat ein, zwei Mal in meinem Wohnzimmer. Also so wie die meisten von euch wahrscheinlich. Also ich habe während des Events ungefähr 12 bis 15 Lavitar gefangen. Okay. Hatte davor zwei, jeweils aus dem Ei. Genau. Habe jetzt alle schlechten... weggeschickt, ja. Also alle, die zum Beispiel die irgendwie... unter Level 10 oder unter 50% IV. Yeah. Habe ich alle verschickt, ich habe jetzt noch genau drei übrig. Genau. Das eine ist eigentlich nur zum Candy sammeln, das, okay. Das brauche ich nicht wirklich. Das hat Level 28, aber unter 40% IV, also das werde ich eh nicht entwickeln. Genau. Mein Candy. Dann, jetzt stellt sich aber die Frage bei den zwei, die noch übrig sind. Da stellt sich jetzt, da brauche ich jetzt tatsächlich deine Hilfe, welches von den beiden ich entwickle. Das eine hier, Moment, Screenshot. Ja. 506. Das kam aus dem Ei, dementsprechend Level 20. Ja. IV entweder 91 oder 93. Das ist sehr solides. Allerdings nicht Angriff als stärkste Option, was ja ein bisschen ein Minuspunkt ist. Das macht die WPs am Ende ein bisschen weniger. Genau. Und das zweite hier, das habe ich während des Events gefangen, am 19.05. Das müsste ich dann auch haben, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber du hast hier so viele. Das ist Level... Level 27, nee 28, sorry, 28, Level 28, schlecht, ja. Aber 73% IV 73, nur. Also zweitbeste Rating. Genau. Und die Frage ist halt jetzt, welche sich entwickelt, weil natürlich, spontan würde man sagen, natürlich das mit den guten IV, mit den 91 bis 93, aber ja. Ich habe jetzt zum Beispiel 179 genau, Bonbons. Das heißt, du könntest einen entwickeln und ein bisschen pushen. Genau, das heißt, ich könnte eh nicht beide Max pushen. Genau. Und es würde das ist die Frage. Bei mir lange, lange, lange dauern. Ja. Bis ich eins wirklich max pushen kann. Und die Frage ist halt jetzt, ob es dann Sinn macht, das, weil fürs andere mit Level 20 brauche ich ja viel mehr Bonbons und so weiter und das hat dann einen niedrigeren Level. So also wenn ich max gepusht habe, hat es vielleicht Level 28 und das andere vielleicht 33 oder so, keine Ahnung. Weil es wird ja exponentiell teurer. Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Weil wenn ich jetzt so viele Bonbons hätte wie du, glasklar, einfach das mit Level 20 und dem guten IV pushen, aber da ich, das so nicht, da ich die Ressourcen nicht habe, die Bonbons nicht habe, tendierst du zu dem anderen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich bin da echt hin und her gerissen. Also, das ist echt eine gute Frage. Ich bin ein Typ, der weniger IVs bevorzugt, wenn die dafür höhere WPs haben und man dadurch Stardust spart. Save your Stardust, Leute. Aber es gibt zwei Pokémon, bei denen ist IV so wichtig, da lohnt sich die Geduld. Das ist Dragoran und Despoter. Da zählt jeder Prozent. Bei allen anderen Sachen geht für WP anstatt IV, aber bei den zwei ist IV am wichtigsten. Ja. IV. Deswegen, und Geduld und ihn langsam hochziehen, selbst mit laufenden Candies lohnt sich das, weil am Ende irgendwann hast du halt einen Despoter, das schwächer ist als ein Dragoran oder so, kannst du einfach direkt einen Dragoran machen und den Despoter wegschmeißen. Das heißt, du würdest mir auch nicht empfehlen, jetzt noch zu warten, weil ich vielleicht ein noch besseres Lavitar kriege, weil bei meinem Pensum, das ich spiele,
könnte das wirklich über ein halbes Jahr dauern, bis ich mal ein Lavitar kriege, das noch stärker ist. Achso, da warten kann man eigentlich immer. Also aber keine Eile. Wie gesagt, ich meine, das betrifft ja bestimmt auch den einen oder anderen deiner Zuschauer, nicht jeder spielt exzessiv. Das ist korrekt, ja. Und insofern ist es für mich... Also warten ist natürlich immer eine Option, aber falls ihr entwickeln wollt... Es ist, glaube ich, für mich tatsächlich realistisch und so ein Event mit genau, also mit Gesteins-Event kommt es nämlich wieder. In der Tat, ja. Mein Gott, du hast Screen Recorder? Du hättest das Ganze auch die ganze Zeit Screen recorden können. Oh mein Gott. Du hast gesagt, ich soll screenshotten. Und dann hättest du sagen müssen, nee, brauche ich nicht, ich habe Screen Recorder. Ja. Egal. Kannst du das schneiden? Nein, nein, das kommt alles da rein. Okay, Moment. Musst du es jetzt entwickeln? Ja. Laut meinem Gott. Dann würde ich es jetzt entwickeln. Und hoffe mal, auch wenn es für dich nicht so wichtig ist, dass es halbwegs gute Attacken hat. Nee, das wünsche ich dir auch gute Attacken. Kein Feuersturm. Wieso nicht? Das ist nicht gut. Okay, lass das mal schauen. Ja, möglicherweise. Oh nein. Oh nein. Biss und Knirscher, das ist doch echt bitter. Gibt Schlimmeres, wie Feuersturm. Es wäre mir viel lieber, weil ich bin ja eher auf Angriff als auf Verteidigung. Nee. 2000 ist bei weitem weniger als ich dachte, also vielleicht hätten wir das doch nicht machen sollen. Soll ich gleich pushen? Ich meine, ich weiß ja eh, dass ich es mache. Echt jetzt? Okay, push auf Maximum, also ja, so weit es geht. Saftige 250 gibt er noch am Anfang. Kriegt man, kann man das noch mit dem Trick, dass es schneller geht? Nee, das nicht, aber dazu bald ein Video. Man kann immer noch drüber, über das Max-Level pushen. Ich werde das demnächst für euch riskieren und möglicherweise sogar gebannt werden dafür. Nee, sparen. Also gebannt wird man, glaube ich, dafür nicht, aber ich werde es auf jeden Fall mal probieren für euch. Jetzt pusht der Kollege erstmal. 2000 ist echt low, also. Was sagtest du? 2,3, 2,4 sogar. Yeah. Aber jetzt schaue ich nochmal, ob das inzwischen genau anzeigt. Ah, immerhin, das hat 93. 93, okay. 93 ist echt nicht schlecht. Ich habe auch einen entwickelt. Also ich kann es noch 9 Level pushen, also 18 Mal ginge noch. Wie viel Candy brauche ich jetzt noch? 128 Bonbons und 117.000 Staub fehlen mir noch, damit ich Max pushen kann. Das klingt nicht gut. Aber ja, ausgehend von den zwei Optionen, die er hatte, denke ich, ist das auf jeden Fall die richtige. Demnächst mehr dazu, mehr Videos, wo ihr mich fragen könnt. Am besten unten in die Kommentare jetzt in dem Video. Dann wird das in dem nächsten Video behandelt. Und dann in dem nächsten Video könnt ihr wieder was kommentieren und das wird dann wieder so behandelt. Schreibt so viel rein, wie es geht, wie viel Sternenstaub ihr habt, wie viele von den Pokémon ihr bereits habt. Level, dies, das, so viel es geht, damit ich mehr Freiraum habe, mehr Spielraum habe. Und der Kollege leidet. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook und vergesst nicht Pokémon ist Serious Business.